Und damit willkommen zurück zur Baldur's Gate. Für mich ist ein bisschen Zeit vergangen zu der letzten Episode. Ich habe vielleicht ein bisschen Raywater gespielt. Nur so ein bisschen. Und jetzt geht's mal wieder weiter hier in Baldur's Gate. Wir hatten ja, glaube ich, die lange Rast ja noch fertig gemacht. Und ich bin aus dem Lager raus und bin mit dem Bötchen von da hinten daher gefahren. Weil ich dachte, heute machen wir hier mal weiter, wo diese Gegner gewesen sind. Und dann werden wir mal schauen. Die haben nur 9 Punkte. What troublemakers? Schauen wir mal. Ergebnis 25. Der folgende Angriff gegen die Gegner kannst du den Treffer zu einem kritischen machen. Okay. Oh, geil. Oh, warte mal, warum sind da jetzt so viele auf einmal hier? Ach, weil es... Okay. Weil es jetzt bis nach hinten wegging. Bin ich jetzt eigentlich noch dran? Nee. Sie ist dran. Kannst du... Status brennend. Außerhalb der normalen Reichweite. Stell dich mal bitte hier hin. So, bitte einmal danke. Okay. Und es geht gerade nochmal. Nicht genügend Bewegungsrate. Ich komme da nicht hin. Warum ist es nur vorübergehend? Ich kann fliegen. Ach man, das ist echt ein bisschen blöd, dass ich da jetzt nicht weiterkomme. Ja, dann sind sie aber erstmal dran. Er hier. Und hallo ihr da. Ja, ich lasse erstmal. So, du kommst mal hier hin. Weiß nicht, wie schaut's aus? Kriegst du ihn erst nicht genügend Bewegungsrate? Nicht genügend Bewegungsrate. Ich komme da nicht hin. Lenkendes Geschoss. Kommst du da hin? Nee, auch nicht. Ah, das ist doch kacke. Let's cut your fire, baby. So, du kommst aber mal raus. Find a route. Kommst du hin? Ja. Well, well. Oh fuck. Ich brenne. Nicht mehr. Wie schau mal aus? Nicht genügend Bewegungsrate, mal wieder. Ja, dann warten wir halt. Okay. Die Kollegen kommen. Ich kann eh auch nichts mehr machen. Außer mich verwandeln, das will ich aber noch nicht. Oh, dann macht sie mal weiter. Oh. Das ist also dein Trick. Vielleicht hätte es auch gereicht, wenn ich mit denen geredet hätte. Finde ich aber gerade super, dass ihr da alle so zusammensteht.
Schön. Aber ja, da fest Freude hier. So, alle da mal rumspurten. Warum leuchtet es ein Skelett da hinten? Ja, 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 kommt's noch alle her. Oh, die kommt von der anderen Seite. I see. Was machen wir denn da? Fettklumpen müssen wir irgendwie loswerden. Heilige Flamme. Blindheit, Furcht. Göttlicher Schlag. Da will ich hier nochmal so richtig zwirbeln da rein. Fettklumpen ist tot. Scheiße, das ist so ein Magma-Mephit. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ah, du gehst mal hier rüber. Is my happy place. Fluchbrechen, Unsichtbarkeit, nee. Wo sonst noch irgendwas Steinhaut. Alberschaden, nee. Scheiße, das war jetzt nicht sehr effektiv. Ja, ich glaube, wir bleiben aber hier erstmal stehen. Wie weit geht das? Es geht nur bis hierhin. Machen wir mal so. Okay, gut. Das geht nicht mehr. Tatendrang. Vielleicht gar nicht so schlecht. Geh mal ein bisschen weiter nach vorne. Okay, auch weniger. Jo, ich glaube, das war's erstmal. Oh, alle zusammen. Geil. So, da brauchen wir eben zerbersten. Soll ich zerbersten machen? Tote beleben. Flamme der Sphäre. Nicht genügend Platz. Hätte die Sphäre ja schon gern irgendwie hier. Okay, was kann ich jetzt mit der Schönes machen? Passiv, wenn die Sphäre brennt, hinterlässt sie einen völlig überflüssigen für Kreaturen oder in der Nähe Feuerschaden hinzu. Lass mal erstmal. Fliegend. Trank wäre, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Shit. Ah, wir gehen hier mal weg. Zu beenden fürs Erste. Warte mal, auf dich zieht das und gerade höchstens seine Jungs muss, so eine Zauber unwirksam zu machen. Ja.
Nice. Okay. Brennen. Was können wir hier machen? Beschwörung aufgeben. Kann ich ein bisschen in die Nähe da gehen? Oh ja. Aber in der Aura. Ja, das reicht mir erstmal. Ah, blendender Schuss. Untote Furcht. Und wo ging ich nicht so wirklich? Ah, mal auf ihn. Nice. Ja, irgendwas in die Richtung, zu weit entfernt, und ich will da nicht reingehen, weil es da brennt. Mass Healing, rendiert sich das? Ja, ein bisschen. Gut. Von der Ferne, ja, ich würde eher sagen Ferne. Bohrender Schuss. Nice. Was haben wir hier noch? Throw Gift. Nice. Was machen wir Schönes? Alle in der Nähe betäubt. Nee. Ich bleib noch auf Fernkampf. Und zwar auf ihn. Nice. Alter, so viel Mali, wie der jetzt gerade hat. Bonusaktion läuft. So, habe fertig. So, irgendwas, was zündet. Schutz vor Energie? Nö. Was haben wir hier? Feuerball. Das war ja Arm mit Fläche. Ja. Ja, nice. Okay, habe ich fertig. Na, der Rest? Was machst du ganz immer? Ist so geil, die Kugel da. Will ich da reingehen, obwohl es hier brennt? Eigentlich nicht. Aber ich bleib hier stehen. Bis die zu mir kommen. Außer ich komme mit dir. Nee, ich warte. Komm zurück her. Oh. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen auseinanderstellen sollen. Du kannst dich mal dahin rollen. Schön. Dann bist du erstmal fertig. Du gehst hier mal weg. Und wir machen einmal. Hallo? Den hier. Geil, Fehlschlag. Geht der da wenigstens? Na, genau ein Punkt noch. Yes. Na, mach mal. Ja, war ja klar. Gut, das wär's dann.
Jetzt müssten wir eigentlich nur noch warten, bis das hier aufhört zu brennen. Dann können wir hier vorn hingehen und einmal looten. Oh. Und da hat es aufgehört. So, habt ihr was Schönes? Nee. Ah, da. Was ist denn du Schönes? Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Kampfstab. Biegen. Ja. Großen Jungs. Nichts Interessantes. Ja, Kultist des Absoluten. Kraftbefehl. Sonst nichts Interessantes. Was geht hier ab? Ach, ich soll den Gegenstand einsetzen. Ja, nur dass ich nichts habe. Oh, okay. Schriftrolle, Sonnenstrahl, im Blender, Lichtstrahl versenkt alle Kreaturen im. Perle. Gold. Versenkt das. Nehme ich mal mit. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem. Warte mal, was ist mit der Perle? Hallo, Menü, geh mal weg da. Nur mal testen. Warum ist das so nicht möglich? Okay, tun wir mal Bücher lesen. Bla bla bla, letzte Beute gehört Elmar Kotter, versucht Scovers Bande-Unterschlupf zu finden, aber es ist durchgedreht. Den Kult angeschaut und sagt, dass Kotter schon uns finden wird, wohin auch immer wir gehen. Hat mir jetzt nicht sehr viel gebracht. Was ist mit dem Haftbefehl da? Lesen. Mark ist ein Wahnsinniger, der schon aus bloß ein paar neue einer seiner eigenen Gefährten ermordet hat. Und ich würde immer seine Geschichte von den Larven glauben, welche Wahrheit wir auch gesehen haben. Setzt ihm dennoch ein Ende, Orin Dulik kann scheitern, wo wir so kurz vor dem Ziel stehen und selbst eine so verlorene Seele ist ein gutes Opfer für unseren Herrn. Ja, okay. Ah, da ist ja noch einer. Ja, nur Standardgerümpel. Nichts Interessantes. Gehen wir mal hier runter. Oh! Tun uns gar nichts. Kultist. Ja, solange ihr mir nichts tut. Better not be cursed. Und auch. Moment. Was haben wir hier? Großer Stein. Ja, geil. Liebeswerkzeug. Mal hier gucken. Ich glaube, dass der Tempel, den wir ja suchen, ja irgendwo hier unten ist. Was ist das jetzt? Ach so, Moment. Ah, okay, 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 okay. Alles klar. Hier drin? Gut, ganz viel nix. Die alte Truhe. Verschlossen. Okay, können wir das mal. Ne, halt, Schloss knacken. Dankeschön. Oh, 20. Ah, mit Boni. Oha. Ja, mach auf. Oh, psychische Resistenz. Mit der Verkleinerung. Ein Gift. Gold.
Füllt Kelch. Okay, nehme ich mal mit. Können wir verdicken. Oh, noch so einer. Feuerschild. Eul. Ätzende Brühe, da sollte man vermutlich nicht reingehen. Da gibt es einen Weg. Hier so rüber. Was in der Hell ist das hier? Ist da noch einen anderen Gang? Nee. Gut, da gehen wir erstmal nicht rein. Machen wir mal hier rauf. Sag mal, kriegen wir jetzt so richtig viele Goodies? Was ist denn hier los? Silberbahn. Tagebuch. Nee. Wegpunkt. Und da haben wir einen Kollegen. Noch eine Tür. Kollege, ich bin gleich bei dir. Ein Rush of ancient whispers fills your mind as you approach the door. It is rife with magic. Old, deathly magic. Okay, speichern. A new vessel brimming with blood darkens Baal's door. To baptize his dais most holy. Do you have proof of your faith to our Lord? Ja, machen wir eins. Then you must know the way. Present the symbol, proof of your father's favor. Then shut this door shall stay. Hm. Okay. Also, wir haben es mal gefunden. Kommen aber noch nicht rein. Kollege, was machst du hier einfach so? Very well. Der mit uns redet. The penitent looks at you silently, expectantly. The penitent doesn't respond, holding your gaze almost unblinkingly with his. There is the slightest flicker of acknowledgement in his eyes. Was überhaupt was Interessantes? Noch ein Helm. Da geht mal, wenn du im Kampf rasch bist, bist du vielleicht gesinnig getötet, dann reitest du 3 Meter. Alles klar. Mond, bisschen Gesundheit. Jetzt 20 temporäre Trefferpunkte, wenn du Tiergestalt gewirkt hast. Schon irgendwie nice. Aber nee, aber ich könnte jetzt hier erstmal meinen Kampf verticken. Ja. Ist nur irgendwas. Perle. Das behalte ich mal. Das kommt auch weg. Ja. Ich glaube. Das passt erstmal. Penitent blinks. You think? You are dismissed. Bisschen schräg, dass wir hier einen Händler haben, der mit uns nicht redet, aber okay. Eigentlich können wir mit der Tür nochmal reden, bezüglich dem Symbol. Ja, ja, You must bear proof of the Dreadlord's favor. Oder seinen Blutzoll entrichten. Okay. Then you must know the way. An amulet of the Dreadlord's likeness. Simple for his spawn to acquire. Aha. Ja, aber nicht für mich. So, wo geht's denn dahin?
Gibt's überhaupt irgendwo hin? Das ist ein Gang. Okay. Keine Ahnung, wo wir jetzt hin. Ja, wir haben den eigentlichen Haupteingang gefunden. Oder? Irgendwie war das ja viel zu schön, um wahr zu sein. Okay, warte mal. Und tu die vertreiben. Du müsstest eigentlich mal ein bisschen weiter nach vorgehen. Gut, das wäre schon mal ein Anfang. Kritischer Fehlschlag. Ja, nice. Wählen wir mal. Nehmen wir uns mal nach vorne als Tank. Ah, dass ich ja von mir jeden Scheiß auch aufmachen muss. Ja, wenigstens etwas. Okay. Dann können wir nicht betäubt. Ja, weißt du was? Wir gehen mal Nahkampf. Ja, geil, ich komme da nicht mal ran. Okay, dann. My path be true. Nicht genügend Bewegungsrate. Das reicht auch nicht aus. 10 Züge fliegen. Geil, Fehlschlag. Immer wieder schön. Muss aber trotzdem nirgendwo hin, ne? Gut. Ich brauche vor allem Massenschaden. So, was haben wir denn da? Feuerball. Trifft dann die ganzen Kollegen hier. Immobil. Achso, ich müsste mich dafür bewegen. Das ist ein bisschen dämlich. Wieso muss ich mich dafür... Nee, komm, ohne bewegen. Komm, das muss ohne bewegen gehen. Gibt's doch nicht. Kann ich... Habe ich nicht irgendwas Fluchbrechendes? Hier Schleim, Schrift der Person festhalten. Fluchbrechen. Ist das technisch gesehen ein Fluch? Ne, ist ein Zustand. Ach,
Das geht. Hallo? Okay. Ja, ich glaube, ich habe fertig. Nice. So, was machen wir da jetzt Schönes? Untote vertreiben, macht hier irgendwie wenig Sinn. Spiegelbilder, Schutzgeister. Oh, das ist eigentlich ganz praktisch. Sehr praktisch. Nice. Dankeschön. Gut, alle fertig. Nice, und nochmal geht leider nicht. Aber werde ich. Shit, und die sind auch noch immun. Sag mal, hast du Flächenschaden, ne? Doppelschlag. Oh ja. Guck mal alle. Ja. Nice. Ja. Schade. Mehr geht nicht. Ja, verdammt. Wie schauen wir aus? Kann ich jetzt Feuerball hier reinwirken? Geil! Jetzt würde ich ja gerne da wieder weggehen. Springen. Nice. Ah, stimmt ja. Der da unten war ja auch noch da. Ja, immerhin ein bisschen Schaden. So. Macht's mal einen Abflug hier. Shit. Bei ihm ist es gelungen. Heilung gehen sollen. So, Caller, was machen wir denn? Telekinese. Komm, einmal drauf hier. Und hier. Nice. Ist eigentlich was dabei? Nö, ne. Ja, dann geht nochmal nach da. Okay. So, du machst mal das. Achso, scheiße, ich bin immobil. Geht das? Yay, Fehlschlag. Na, immerhin. 8. 86 Leben, ich glaube, das reicht noch gut. Aua.
Nochmal ein Feuerball hier. Na komm. Oh, Kamera. Ja, dann haben wir ja nur noch einen. Ihn da. Gut, ab, fertig. Ah ne, zwei sind's, Entschuldigung. Sehr fleuchen. Ja, geil, bin geschlagen. Oh, mein Healing Word hier. Nice. Ist hier trotzdem noch sick. Ah, verpasst. This is gonna feel good. Ja. Olle, kann ich hier raufhauen, bitte? Nice. Gut. Das war's. Kommst du ihm... Schwächender Schlag. Nee. Ich kriege Bewegungsrate. Fuck. Nochmal bitte. Und lauf mal hier runter. So, da wollen wir wirklich ran. Dankeschön. Was machen wir? Was machen wir? Gedankenschlag, Schüsse. Nice. Habe fertig. Ja. Wunden heilen auf dich selber. Was? Warum hat sie Zauberfeuer, wenn du kein Unter bist, leidest du jedes Mal, wenn du einen Zauber wirkst? Shit. Jetzt habe ich die ganze... Oh. Das hätte ich mir vielleicht ansehen sollen. Ja, hilf mal bitte. Ja. Geil. Du machst mal das da. So, und das... Ich kriege eine... Ja. Victory awaits. Zauberfreude. Ne, ist ja sehr geil. Taste my fury. Ernst jetzt? Okay, dann können wir gerade mal den Stufenaufstieg machen. Damit wir hier mal ein bisschen Heilung kriegen. Ah, oh, Mann. Yes! Zwei neue Zauber. Was nehme ich denn? Leicht. Netz. Bedeckung. Bedeckung. Verschwindet. Die Rinde verlangsamt oder einspinnt. Dimensionstür. Telekinese. Todeswolke. Und ein Elementar. Dunkelheit, dunkle Sicht. Kleineren Kohle des Wahnsinns. Ich weiß nicht. Verwirrung, Dimensionstür. Ich werde mir mal das da. Und zur festen Bindung der Ebenen. Ziele von der Lassung der Kreatur für. In die Bewusstsein mit deinem, sie folgt dir und kämpft als dein Verbündeter. Okay. Tarnen, Telekinese, na, ich weiß nicht. Todstern will ich jetzt auch nicht, großer Flug. Hm.
Oh, sie können weder Aktionen ausführen noch dich angreifen. Das klingt eigentlich gar nicht so geil. Blitz. Passt, das war's. Und noch beim ganzen Rest. Hier gibt's nichts Neues. Annehmen, passt. Nee, passt auch. Kriegst du was Neues? Ja, okay. Das passt. Alles klar. Dann können wir ja jetzt eigentlich looten. Beziehungsweise, ich speichere nochmal. In dem Fall, dass da die Kollegen gleich wiederkommen. So, alles aufmachen hier. Hallo? Ich will das Gold haben. Nachdem ich jetzt hier schon den Kampf hatte. Oh ja, geil. Her damit. Weißt du nicht, ob der Stab irgendwie was Besonderes kann? Her damit. Werde mit ihm aufsteigen. Und Sterblichkeit praktisch. Unterscheiden, dass ich. Ja, ist ein Buch. Okay. Ruhe! Aufmachen. Alles mitnehmen. Ist hier die Tür? Nee. Schatzkissen. Ja, damit. Ah. Verschlossen. Da machen wir mal auf. Oh, geil. Kritischer Erfolg. Ah, okay. Was gibt ein Vater Aas? It feels like death itself. A sure sign of necromancy at work. Moment, aufmachen hier. Oh, wieder 20. Ja, fuck. Critical fail. Nochmal. Okay, wir lassen es bei zweimal. Ah, vielleicht Tränke hier? What's inside? Nö. Was haben wir hier? Da geht's nach oben. Ah, was haben wir hier? Auch uninteressant. Gut, das war's hier mal. Sollen wir. Oh, Flaschenregal. Trank. Oh man, Rosé-Trankflasche. Oh ja. Wir müssten unseren Fluch hier mal wegkriegen. Hatten wir nicht irgendwas, was unseren Fluch wegmacht? Schrift war die Fliegen, Gedanken wahrnehmen, Schutz vor Energie. Fluch brechen. Das geht aber nur bei einem, ne? Ja, okay. Wir schauen mal kurz nach oben. Verspeichern. Ah, fuck, das war zu spät. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber. Ah. Ah.
Mal kurz speichern. Hebel, danke. Hallo? Hä? Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen? Das hat sich jetzt ja gar nichts gebracht. Man kann jetzt auf die Karte schauen. Und nach links geht's halt, es geht halt nur nach rechts da halt weiter. Hier, da geht's noch weiter. Was ist denn da? Sprich, mit der Buche im Zauber, der bleiche Elf erreiche. Warum ist der Marker hier unten? Soll man da nochmal hingehen? Na gut, hier geht's eh nicht weiter. Fürs Erste. Warte, kommt mal mit. Oh geil, der Fluch ist weg. Hier runter, I guess. Moment. Was? Ah, loser Stein. Nehmen wir mit. Praktisch. Einmal da lang. Glaube ich. Jetzt ist es wieder oben. Ich frage mich gerade, ob es eine schlaue Idee ist, mit dem einen toten Magier da zu reden. Immer in der Nähe? Ja. Hä? Der Magier geht hier hin? Ne, da hinten. Ach, das ist eine Leiter. Können wir speichern. Ich will mich raten, es geht einfach nur nach oben. Okay, da sind wir in der Unterstadt. Holy shit, da gibt's noch echt viel zum Angucken. Ich will aber irgendwie unten weitermachen. Gehen wir da wieder runter. Was bleibt uns noch? Da hinten geht's noch. Ein Stück weiter, da nach links müsste man eigentlich noch schauen. Das war ja das mit dem Rohr. Ja, mal da links reinschauen, was wir mit den Rohren machen können. Und dann bräuchte man noch das Siegel. Beziehungsweise, wenn wir auf Böse machen, müssen wir noch eins dieser Ziele töten. Und dann könnte man da rein. Irgendwie, wenn ich jetzt hier auf meinem bösen Weg da so weitermache, finde ich die Idee mal gar nicht mehr so doof. Aber nicht mehr in dieser Episode. Wir sind schon wieder über der Zeit. Liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's keinen Unfug und bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.